Hallo und willkommen zurück zu Titan Quest. Ja, wir sind im Chang'an jetzt wieder angekommen. Wir waren ja unten an einem versperrten Tor gewesen. Ich habe die noch getroffen, die habe ich schon angesprochen, aber ich werde es nochmal kurz vor sagen. Andere werden über deine Taten singen, aber ich werde mich an dich erinnern, wie du jetzt bist. Und wie glücklich ich war, als ich Okay, dich sie hat traf. einfach gesehen, dass sie leid tut, dass wir, als wir sie das erste Mal bei den, bei Miruso und die anderen zwei getroffen haben. Ah ja, Gorgonen, genau. Ja, dass sie so frech war und so egoistisch, ja. Die Terrakotta-Soldaten sind nicht schlimmer als die Monster. Nein. Das Problem ist, dass unsere Wachen sie fürchten. Sie glauben, das wäre der Geist des großen Kaisers. Unsinn. Das Mausoleum. Du bist hineingegangen und hast den Geist aufgehalten, der diese Tonmänner zum Leben erweckt hat? Bei unseren Ahnen. Ich hatte gedacht, dass nicht einmal 100 Männer es schaffen könnten. Also es war noch von der vorigen Quest, als wir hier das Mausoleum gestürmt haben. So, also können wir weiter. Ja, jetzt kommt der letzte Abschnitt sozusagen, ja, der zweitletzte eher. Mit dem Taking wahrscheinlich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ich kenne den gar nicht mehr so, was der war. Also der war irgendwie fett, glaube ich. Aber mehr weiß ich nicht. So, da haben wir leider. Im Augenblick kannst du die Tür Der nicht Wald öffnen. der Ahnen liegt im Osten. Große Gefahren lauern hinter diesen Mauern. Monster stehen hinter diesem Tor. Wenn du darauf bestehst, werde ich das Tor aufschließen. Ja, aber Ich hoffe, du bitte, weißt, es worauf du sind dich da drei einlässt. Anführer. Die habe ich schon von Weitem gehört, sozusagen. Ja, mach doch auf. Nein, kommt. Ja, können wir gerade nicht so viel machen. Ne? Gott, oh Gott. Ja, genau. Tötet doch gleich mal die Ding. Jetzt soll ich so gut konzentrieren. Ich muss aufpassen und dann abhauen, sonst. Gut. Zumindest das haben wir geschafft. Ja, geh doch rüber zu den Shins. So eine Memme von einem Pet. So, okay, das haben wir geschafft. Ich werde da ein bisschen unterbrochen, weil ich einfach zu schnell klicke. Aber, er Ich sagt mir werde halt um das. eine Versetzung in die Schreibstube bitten. Okay, der Diese Arme. Arbeit ist mir zu. So ein armer Typ. Ich will jetzt aber die nicht mehr haben. Was ist denn hier? Hä, wieso ist hier eine Höhle? Ist nur ein Durchgang. Ja, leider sind sie wieder da. Ich bin völlig, genervt ein bisschen. Aber zum Glück sind sie jetzt hoffentlich weg. Wieso muss ein einziger Rasse so extremst wiederholt werden? Das ist schon gigantisch, wie viel mal die jetzt schon gab. Ja, jetzt sind sie hoffentlich weg. Gut. Dachte schon, die kommen wieder. Vielleicht kommen sie doch wieder. Keine Ahnung, aber ich habe genug von denen. Aber in einem schönen Wald. Ich wusste gar nicht, dass China so schöne Wälder hat außerhalb von der Zivilisation. Innerhalb von der Zivilisation. Weil außerhalb, man kennt ja diese eckigen Berge, die nach in den Himmel ragen. Und andere Sachen, also normale, gemäßigte Berge, wo die Kung-Fu-Kloster sind und so weiter. Aber jetzt gerade neben Chang'an, so einen tropischen Urwald einfach. Nicht tropisch, aber hätte ich jetzt da nicht erwartet. Weil wir hatten so eine Art Wald schon gehabt. So. Ich denke, wir werden hier nicht alles erkunden. Ich glaube, es gibt keine Quests mehr. Weil es ist sehr großflächig. Sehr. Ist zwar gut, aber ja, wenn man vorankommen will, halt nicht.
Oha, oha. Na, das ist auch wieder ein Sternengegner. Ja, zuerst mal den besiegen. Mhm. Der andere castet schön daneben, wenn wir hier im Kreis herumgehen. Und er trifft mich nicht mal. Komm bitte, ein guter Stab, das sieht nach gutem Stab aus. So zweifarbig sind sie meistens nicht. Aber er castet keine Dot-Flächenangriffe, die einfach viel zu OP sind. Es gibt beim Runenmeister auch eine Attacke, irgendwie Donnerschlag oder so etwas, die recht AOE ist, also in verschiedene Richtungen geht und es ist einfach zu extremst. Außer, dass sie eine Abklingzeit hat, ist sie eigentlich sehr, sehr gut. Und da sieht man halt einfach, die Leute, die arbeiten hier, nehmen sich einfach keine Zeit. Sie wollen so schnell wie möglich das Spiel fertig haben. Nein. Aber dennoch ist es ein super Spiel, also es ist ja nur jetzt wieder ein bisschen die Kritikpunkte aufzählen, so. Aber ja, es ist wirklich ein tolles Spiel. So viele Sachen, die besser sind als zum Beispiel Diablo 3 oder Path of Exile. Und ich genieße das Spiel natürlich. Wegen ein bisschen Dot-Effekte und so ist das Spiel trotzdem noch gut. Aber nicht so ausgearbeitete Gebiete. Aber immerhin hat es die besten Gebiete, denke ich mal. Ja, dankeschön für die vielen Sternengegner, aber ich brauch's nicht. Wenn die nichts droppen, brauche ich sie auch nicht. Na, tötet sie. Gut. Ja, sind halt wieder Chins und Chins sind wahrscheinlich Geister, da macht man nicht so viel Schaden. Das ist Schall. Aber ja, so ist es. Ich hätte vielleicht anstelle von... Ja, nein, es geht noch nicht. Wenn man gute Pets haben will, dann muss man Traum und Erde, also Ding nehmen. Natur. Traum und Natur ist es ja. Und im Erde muss man außen vor lassen, aber Erde wird vielleicht viel Feuerschaden machen oder... Ja, Sturm hat keine richtigen Pets. Ja. Also wenn dann Erde, Natur oder... Nein, Erde, Traum wahrscheinlich. Ja, dann sind es zwei Tanks, dann geht's auch nicht. Ach, das wurde so schlecht irgendwie gemacht. Die Pets wurden wirklich überhaupt nicht gut genug ins Spiel reingemacht. Ich bin aber froh, dass wenigstens eine Rasse da durchkommt. Und ja, einfach ein bisschen Probleme hat bei manchen Gegnern. Na, es läuft sehr gut. Also jetzt sind wir in der dritten Akt und haben noch nie so viele Probleme gehabt. Bisschen, ja. Und dass wir wirklich nicht weiterkamen, irgendwie wieder gestorben sind an einem Gegner, gab es nie. Wir sind ein paar Mal gestorben, das ist klar. Können wir gleich mal schauen. Zweimal sind wir gestorben, okay. Ist doch noch wenig. Aber eben dennoch, es ist manchmal richtig unfair. Zum guten Glück bin ich ein guter, erfahrener, ja, Action-Rollenspielzocker. Aber dennoch, es ist wirklich unfair. Das kann man so sagen. Was ist denn das? Ach, schon wieder ich hier. Die sehen so geisterhaft aus. Ich dachte zuerst, das sind Geister. Aber blaue ich hier. Also pinke eher. Nett. Und ich weiß nicht wohin. Wo müssen wir? Ah, da oben ist ein Brunnen.
Schön, dass ihr wieder da seid, ich hier. Also ich werde ja im Sumpf kurz ein bisschen, aber viel zu wenig. So ist es toll, wenn die Pets, wenn die Monster wirklich nach einiger Zeit wieder kommen. Und nicht durchgehend wie die Tigermenschen. lass mich in Ruhe, du blödes Nütz. Ah, Baumstamm. Okay. Ein Baum, der umgefällt ist. Auf den Fluss. Schön. Können wir nach drüben. Ah, die Altdragone. Die sehen wirklich alt aus mit diesen Stacheln. Das wird ein Haar sein. Oh, cool. Nein, ich brenne. So. Ja, wahrscheinlich müssen wir nach Nordosten. So, also hier nach Nordosten irgendwo. Alle kommen auf mich. Also bitte diese Taktik machen. Schön. Ja, jetzt habt ihr mehr so ein bisschen gesehen, wie ich natürlich kämpfe. Ich kann natürlich den Geschossen ausweichen und so. Man sieht es halt bei den Pets auch nicht so. Und ja, Kreise laufen, mehr müsste man eigentlich nicht so viel machen. Ach, weil die Pets natürlich jetzt viel stärker sind. Als Magier würde ich das auch machen, muss man halt ab und zu casten. Dann wird man ab und zu getroffen. Aber, ja, es ist eigentlich nicht so schwer, Titan Quest zu spielen, natürlich. Ja, sicher. Lasst mich in Ruhe. Du hast noch einen Wolf verloren, aber ich habe ihn neu gecastet. Dann geht's schneller. Und ein Knochenbrecher. Knochenbrecher ist ja eher für einen Tank. Er ist nämlich langsam. Also mit dem Schild angreifen am besten bei dieser Waffe. Ja. Was haben wir hier? Okay. Schon. Usoberg. Wieso nicht früh, wieso nicht später? Da müssen wir nicht immer so viel laufen. Ah, ich weiß jetzt, was genau kommt. Im Usoberg. Aber den Boss kenne ich nicht. Ich liebe das Obsidian dort. Wenn es überhaupt das ist, oder erst später kommt im vierten Akt. Aber auf jeden Fall Obsidian. Oh, nerven die. Hallo, Magier. Alle töten. Der schießt Wurfwaffen. Okay, jetzt gibt es auch Gegner, die Wurfwaffen schießen. Hä? Den habe ich übrigens ein bisschen angezockt. Und ja, ist besser, wenn man Jagd- und Kriegskunst nimmt als Runenwaffen. Und sind einfach auch zäh und alles Mögliche. So, jetzt kommt noch Gestein. Danke fürs Umfallen. Oh Mann, ihr Pets, wieso stoppt ihr einfach wegen dem Stein? Grüß dich. Wie sie manchmal einfach kommen, weil sie schnell sind und dann wieder stoppen. Da hat mich einfach angegriffen und nicht getroffen, das war so super. Nein, nicht auf mich. Ich darf die gar nicht angreifen. Und die machen keinen Schaden. Die sehen nur spektakulär aus. Sind auch immer noch Alt-Dragone. So. Okay, ein Wolf stirbt halt immer wieder wegen dem Tanken. Aber ich bin froh darüber, dass der Pet-Magier eigentlich auch recht gut ist.
Also auf jeden Fall besser, als ich es vorgestellt habe. Deshalb habe ich auch angefangen, den zu zeigen, weil er macht auch ein bisschen Spaß. Er ist jetzt nicht so flach. Man muss auch viel ausweichen und alles Mögliche. Jo. Ist wirklich... Es läuft gut, er ist so schnell. Also, ja. Er braucht schon einige Zeit zum Besiegen, aber... Oh, Knochenarmband. Jetzt kommen die blauen Items endlich. Lebenskraft, Schaden. Ja, ist natürlich viel besser. Cool. Mann, ich habe ein Pet-Armband mit Lebensraub für die Pets. Geil. Weil ich wollte unbedingt den Lebensraum-Schaden noch drauf haben. Aber ich fange nie ein Item, das natürlich besser war. Und jetzt habe ich endlich noch ein Boni dazu für die Pets. Jetzt sollten die auch weniger sterben. Ich denke, ja, bis zu den Bossen stirbt niemand. Was ist denn das hier? Okay, so ein Brustpanzer. Ich will mir mal kurz anschauen. Ja, der Brustpanzer. Okay. So. Sind wir wahrscheinlich falsch? Sind wir richtig? Ja, die Dinge werden... Die Höhensymbole werden immer auch angezeigt, wenn wir runtergegangen sind. Und wir sind ja runtergegangen, also bitte. Gut. Ein Chakram. Ja, ich habe jetzt mehrere Wurfwaffen übergeben an den Charakter, den ich ein bisschen noch hochziehe, während ich hier nachdem oder vor dem ich hier aufnehme. Aber er ist recht langsam noch, weil er sehr wenig Schaden macht. Da muss ich zuerst Kriegskunst dann auch noch haben. Oder auf Schützenkönig oder Schützen, weiß eigentlich wie der Angriff heißt, von der Jagdmeisterschaft. Wenn ich den habe, dann ist er stärker. Aber das ist halt normale Angriffe ohne eine Attacke. Die sind extrem schwach. Außer ein Stab. Ja, ein Stab ist jetzt auch wegen der Intelligenz ein bisschen stark, aber hauptsächlich. Das sind schon Leaves. Oh, der tut mich einfach stunnen und dann so ein... weiß auch nicht, was das für ein Attack ist. Und so ein bisschen vulkanartige Glut. Oh, bitte. Ja gut, dankeschön Wolf, dass du den angegriffen hast. Sonst wäre der Kampf wieder sehr lange gegangen. Okay, scheinbar ist die Obsidian. Es passt halt einfach, aber es kommt wahrscheinlich später. Ja, ich glaube Ende Akt 4, nicht Akt 3. So. Ja, wenn wir dann ein bisschen stärkere Pets haben, könnte ich hier noch ein bisschen Gegenstände suchen. Das ist wirklich toll. Auch von Shang'an aus, nicht von Wushu. Hm. Ja, mir gefällt es hier. Es sieht wirklich nicht nach einem Vulkan aus, gar nichts. Okay. Oh, das kommt erst jetzt. Okay. Ich finde das so schön. Einfach irgendwas unten hätten sie hingetan. Wäre es noch besser natürlich, aber gut. Ach ja, mir gefällt das noch. Aber wirklich Obsidian, also wirklich Violett, gibt es glaube ich erst im vierten Akt. Wow. Eben, das sollte mehr einsetzen. Der hat einen Angriff und setzt ihn fast kaum ein. Der Albtraum, ja. Geht so schnell, wenn man Gegner hat, die halt effektiv besiegt werden durch Traum. Oder auch durch, ja, durch physische Wolfsangriffe. Nur die Nymphe, die macht wenig Schaden. Oh, jetzt endlich mal etwas, was nach Vulkan aussieht.
Weil im Vulkan ist nichts Obsidian. Obsidian ist im Real Life eigentlich nicht gerade so gut vorhanden. Wenn, dann müsste der Vulkan irgendwo im Wasser gewesen sein. Wahrscheinlich dann. Ne? Es muss viel Wasser sein. Es muss schnell und stark dann abkühlen. So. Ein Siegelring. Der Essenz. Hier oben durch. Ja, die haben keine Chance mehr. Die sind viel zu schwach. So starke Gegner außerhalb des Vulkans und im Vulkan. Direkt im Vulkan schwache Gegner, also die Lichs. Das nenne ich Balancing. Des Grauens. Also eben. Die Entwickler sollen jetzt noch nachquetschen, alles ein bisschen balancierter machen. Danke schön. Boah, besiegt doch nicht alle wegen diesem Scheißding. Nicht mich noch besiegen. Mann, diese Stunts und diesen Lichts, das ist grauenhaft. Viel zu OP. Also schrecklich. Schreckliches Balancing. Ja, genau, greift doch auch immer noch mit Ding an. Verstehe ich das nicht, dass die sofort sterben können, wahrscheinlich wegen so einem Spezialangriff. Gut, noch ein. So. Uff. Ja, jetzt wird's schwierig. Also der Schwierigkeitsgrad, okay, ja. Okay. Was sind das? Finsterdrache. Sieht nicht nur ein Finsterdrachen, sondern ein Lavadrachen aus. Aber gut. Haben wir einen Finsterdrache gefunden. Es gibt doch Drachen in diesem Spiel. Ich hätte schon gedacht, es gibt keine Drachen. Weil ich liebe ja Drachen. Okay, hier runter gehe ich. Jetzt. Ich habe genug Höhe von diesem Gebiet. Ich werde dann wahrscheinlich nicht mehr farmen, wenn ich dann hier bin, in diesem Raum. Ich wollte eigentlich ja den Take-In noch machen, ab und zu. Muss ich dann schauen, dass ich eben einen Farm-Charakter noch mache, weil ich dachte, ja, der Pet Magier ist ein guter Farm-Charakter, aber wenn die so wenig aushalten. Ja, gesehen. Und alles war weg von dem Leben der Pets. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Oh, hier sind ein paar Zombies hier. Gut. Ah. Alles draufhalten. Shit, das Gift. Einmal ins Gift gelaufen und schon hat man kein Leben mehr. Bitte, das ist ja nicht normal, das Gift. Wer hat das erfunden? Gift so stark zu machen. Wenn das nicht mal Puff of Exile macht mit dem Gift so stark, verstehe ich nicht, wieso. Ja, Titanquist so ein starkes Gift macht. Ich muss doch zumindest. Ah, das ist der Frostarten vielleicht, der so viel Schaden. Okay, das ist eigentlich immer kurz, nur kurz zu sehen. Ja, sicher, ich mag ihre Skelette. Naja, ist hart, hä? Manchmal wieder ganz einfach und dann wieder ganz hart. Oh.
Okay. Wie so ein Umhang Wucht hat dabei. Ein Präfix. Weiß ich nicht. Vielleicht, weil es wuchtig schön aussieht oder hässlich. So, hier ist nichts. Ah, es passiert jetzt gerade ein bisschen wenig, nur kämpfen, aber dennoch, es ist toll, dass wir noch recht viel zu laufen haben hier. Weil sonst würde es ja nicht so toll sein. Würde das Spiel mir einfach zu klein sein. So, und jetzt lasst mal meine Wölfe in Ruhe und mein Albtraum, bitte. Ich habe so eine Ahnung, dass wir einfach nur nicht schaffen, den Tekken oder den Titan. Ah, wie viel kommen jetzt? Unfair. Boah, die Schaden, so Spitzen, die die haben. Ja, ich werde ein bisschen langsam ja, genervt wegen dem Schwierigkeitsgrad. Weil ich bin einer, der will natürlich normalen, also ja, schweren Schwierigkeitsgrad und nicht irgendwie unmöglich Schwierigkeitsgrad. Das ist schon fast zu nervig. Also es schwer würde es sein. Ja, schaut euch das mal an! Ja. Die Pets haben null Chancen. Ach kommt. Entwickel, ihr seid so dumm. Nicht getroffen. Aber mein Pet wurde getroffen. Mein Wolf. Urmagi Magma. Cool. Sicher wie Brandschaden oder so das. Ja. Ja, Verbrennungsschaden ist es nicht so gut. Kriegskeule. Ja. Also direkt runter. Da ist er. Okay, ist das ein Dünn? Ich werde dich aufhalten, Titan. Ach, der ist so groß, der Titan. Gut, das schaffen wir. Einfach draufhalten. Hat mir nichts gemacht. Okay. Soll ich jetzt die Magma-Fee angreifen plötzlich? Weiß ich nicht. Genau. Oh, jetzt greift er ihn. Okay, er greift mir ein Stalagmitchen an. So. Gut, komm Wolf, ich muss dich wiederbeleben. Yeah, wir haben ihn geschafft. Okay, es ist natürlich nicht gerade so zäh gewesen, weil es jetzt zwei gibt, die wir besiegen müssen. So, jetzt schaue ich kurz auf die Uhr. Also, dann betreten wir noch das Portal und machen dann weiter im nächsten Part. So, okay, hier gibt es noch ein Portal. Ja, jetzt sind wir auf dem Olymp. Sieht jetzt nicht gerade so spektakulär aus mit diesem komischen Boden. Ja, es hat sehr, sehr... wir sind jetzt überhalb des Gebietes. Es ist ein Gebiet. Das geht noch durch, aber da ein bisschen abgeschnitten ist und so. Nicht, aber dennoch sieht... ja, sieht sicher spektakulär weiter oben aus. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Part. Tschüss.